Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Pokémon Kolosseum. Im letzten Part haben wir in der Wüstenbar Pokébälle gekauft, nachdem wir von Team Krall angegriffen worden sind. Weil die uns bestrafen wollen dafür, dass wir ihre Krallmaschine geklaut haben. Anscheinend. Haben eine mysteriöse Person vorher getroffen beim Bürgermeisterhaus, die in uns großes Potenzial sieht. Und haben die Unterstützung vom Bürgermeister gekriegt, indem er gesagt hat, hey, wir untersuchen das, was sie will. Und zwar die mysteriösen Pokémon, die eine dunkle Aura haben. Irgendwie so. Und bevor wir losstarten, erstmal ein Team-Recap. Ja, und wir haben bisher immer noch unser Nachtara Level 27. Mit Biss, Geheimpower, Verhöhner und Übernahme. Und unser Psyana. Mit Konfusion, Rückkehr, Reflektor und rechte Hand. Rechts. Ne? Wisst ihr Bescheid. Ja, und dann, wollen wir diese wunderschönen Treppen hinaufsteigen, dieses Gebäude in der Mitte in Ruhe lassen, weil das ist böse. Und erstmal zum Bürgermeister gehen, denn ich glaube, die wollten was vom Bürgermeister, das ist nicht gut. Ah, wusste ich doch. Meister D-Queen, das ist der Kerl. Das ist der Kerl, der uns das Mädchen abgenommen hat. Oh Gott. Oh Gott, diese Visage. Ihr beiden seid wirklich erbärmlich. Hört mal, ich geb dir eine Diva-Stimme. Ihr beiden, nee, das ist schwer. Ist ein Snickers. Ah. Ihr beiden seid wirklich erbärmlich. Wollt ihr etwa behaupten, dieses herzige Pärchen hätte euch besiegt? Nun, mein Süßer, dein Name war also Mark, nicht wahr? Tut mir leid, mein kleiner Prinz, aber leider müssen wir deine allerliebste Prinzessin jetzt entführen. Du musst natürlich wissen, diese rothaarige Rotzhase sind Dinger, die sie nicht sehen dürfte. Und das könnte uns in sehr, sehr große Schwierigkeiten bringen. Und das wollen wir doch nicht, oder? Und was dich angeht, wie kamst du auf die abgefahrene Idee mit diesen weißen Streifen? Will sagen, halt dich raus, dann passiert ja nichts. Hey, das ist ein Power Ranger. Helft uns, meine Herren. Jawohl. Ich begebe mich nun nach Pyritus. Und dort warte ich auf euch. Mit der jungen Dame, versteht sich. Habe ich mich klar ausgedrückt? Noch ein Patzer, meine Herren. Und ich werde euch so zurechtstutzen, dass euch kein Friseur mehr helfen kann. Gott, das kranke Lache. Hier. Und Musik bitte. Diese Power Ranger. Salsa. Okay, du Nervensäge. Letztes Mal waren wir unvorbereitet. So rum. Aber diesmal machen wir kleiner als dir. Ich bin diesmal auch vorbereitet. Die Queen Fan. Ein. Was? Lummel und Luturzel. Okay. Los nach Tara und Psyana. Wollen wir dir mal zeigen, was so abgeht? Hattest du nicht vorher zwei Flummel? Wo ist denn eines Flummel hin? Naja, greifen wir das Luturzel mit dem Biss an und das Flummel machen wir mit Konfusion, glaube ich. Ich denke, wir machen das One-Shot, oder? Es reicht. Gut. Denn das Flummel macht uns ein bisschen mehr Probleme. Das hat ein höheres Level. Und das Luturzel ist ein bisschen langsamer. Das können wir gemächlich angehen. Hälfte an Leben nur. Boah, das Ding eine Verteidigung. Eine Spezialverteidigung, muss man dazu sagen. Oh, Absorber.
Oh, das denkt einer mit. Aber es reicht bei weitem nicht. Weiterer Biss und eine Rückkehr. Sämtliche Normalattacken sind ja alle physisch. Heißt, Hyperstrahl ist physisch und die werden alle vom Angriffswert berechnet, aber anscheinend macht Psyana mit seiner Rückkehr genauso viel Schaden wie Nachtara mit seinem Spezialangriff. Ah. Irgendwie merkwürdig. Nein! Verflixt und zugenäht. Schon wieder verloren. Ja, wow, das gibt aber viel Geld. Jetzt bin ich dran. Ich mach's nicht so schnell fertig wie Hein. Und wie ist dein Name? Blöd. Hein und Blöd. Zwielicht und Weberak. Ein Zwielicht. Oh, und ein Weberak. Ein Gifttyp und ein Geisttyp. Das ist doch optimal. Können wir direkt beide weghauen. In einem Zug. Und nur sogar drei Pokémon. Das sollte also relativ interessant werden. Weberak war doch schon Gifttyp, oder? Ja, okay. Tschüss, Weberak. Ist sogar weiblich gewesen. Oh, armes Ding. Warum müssen wir so einen blöden Trainer. Na, egal. Das Ding hat Level 30. Mark, das da, dieses Pokémon. Die haben mich geschnappt, weil ich dieses Pokémon gesehen habe. Ich kann seine dunkle Aura sehen. Diesem Pokémon muss etwas Schreckliches widerfahren sein. Oi, du Sacknase, was haust du mich? Mark, pass auf, dieses Pokémon greift auch Menschen an. Mark, hör zu, dort kann der andere Wahl. Wir müssen dieses Pokémon aus den Klauen dieser Schurken befreien. Bitte, du musst es einfach tun. Vielleicht bist du da sogar der Einzige, der es kann. Und das wäre unser erstes. Das Ding hat überlebt. Mies. Das Pokémon wäre das erste Krypto-Pokémon im Spiel. Ein Makuhita. Und das Besondere daran. Es hat zum einen. Na, wobei ich erkläre es glaube ich später. Haben wir erstmal das Makuhita ein bisschen runter. Weil auf vollem Leben wird es schwer zu fangen sein. Krypto-Pokémon haben nämlich die normale Fangrate wie andere Pokémon auch und boah, das kann echt widerlich werden. Und es gibt echt böse Sachen. Und da ist eine Spezialattacke Krypto-Schlag. Und ja, wie man sieht, die Dinge macht ein bisschen Rückschlag. Also Rückstoßschaden. Weswegen man nicht so viel Schaden drauf machen sollte. Und ich versuche mal zu fangen mit einem normalen Pokéball. Aber Level 30 ist schon heftig. Na komm her. Ein Trick, den ich früher immer angewandt habe, war nach oben drücken A und R. Aber ich weiß nicht warum, aber es hat immer funktioniert. Vielleicht wird es auch der magische Schlüssel dieses Mal sein. Wir haben auf jeden Fall Blöd besiegt. Was? Aber mein Pokémon! Ich weiß nicht, ob er was anderes sagt, wenn man sein Pokémon einfach besiegt, statt es zu krallen, aber. Verflixt, du bist gut. Unglaublich, wie du mir mein Pokémon abgenommen hast. Was zur Hölle soll das? Du kannst den Typen nicht einfach bewundern. Was sollen wir jetzt machen? Wir haben schon wieder verloren, Mann. Die Queen wird uns jetzt bestimmt gehörig den Kopf waschen. Wie er es nennen würde. Was sollen wir tun? Im Augenblick gibt es nur eins und zwar abhauen! Na dann, schönen guten Abend. Du hast es geschafft, Mark. Du hast den Kerl in das Pokémon weggekrallt. Yay, wir sind böse. Aber ich fürchte, es gibt noch mehr von dieser Sorte. Lass sie uns alle aus den Händen dieser Widerlänge befreien. Jo. Frage ist nur, wo ist denn der Herr Bürgermeister? Herr Bürgermeister, sind Sie noch da? Wo ist denn der? Wo ist denn der Bürgermeister? Hallo?
Hallo, was für ein attraktiver junger Mann. Oh, danke. Hihi, und wie niedlich. Du nimmst deine kleine Freundin sogar überall hin, nicht wahr? Oh. Okay. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Das ist ein Problem, man kann nicht erkennen, wie alt der Typ ist. Da sie uns alle niedlich nennen oder süß, würde ich mal behaupten, wir sind höchstens 16. Hey, der grüne Power Ranger. Wir sind jetzt an der Stelle im Spiel angekommen, wo man sich zum ersten Mal entscheiden muss, welches Pokémon oder welchen Trainer man besiegen muss, um ein bestimmtes Pokémon zu bekommen. Da gibt es zum einen, weil halt alle Ausgänge sind blockiert und man kann sich entscheiden, ob man durch den West-, Ost- oder den Südausgang raus will. Allerdings muss man halt immer diesen einen Trainer besiegen. Sobald man den einen Trainer besiegt, verschwinden die anderen beiden. Und wie man annehmen kann, und die, weil sie halt mit D-Queen unterwegs waren, genau wie Hein und Blöd, haben die wohl auch Krypto-Pokémon. So was wie Makuhita. Apropos Krypto-Pokémon. Wir schauen uns mal Makuhita direkt an. Man sieht, das Ding hat, obwohl wir es gefangen haben, keinen Original-Trainer und keine ID. Und es hat da unten sowas wie ein Kryptometer, wo bei uns die Erfahrungspunkte stehen. Also bei normalen Pokémon. Das heißt, es bekommt keine Erfahrungspunkte, wenn es kämpft. Zumindest nicht direkt. Auch das Wesen ist verschlossen und seine einzige Attacke ist momentan Kryptoschlag. Ein gewaltvoller Angriff, der selbst den Anwender verletzt. Ja, 90 Stärke, 100 Genauigkeit. Das Ding ist stärker als ein Bodycheck. Und ja, das Ding ist böse. Und das Ding wird sein, um dieses Kryptometer zu leeren. Wir müssen es leeren, um es nachher zu befreien. Müssen wir mit ihm Kämpfe bestreiten oder andere Wege finden, um es zu befreien. Um es dann zu erlösen halt. Ja, wenn wir es erlösen, dann bekommt es all die Erfahrungspunkte, die es vorher erkämpft hat, auf einen Schlag. Das heißt, man könnte rein theoretisch ein Krypto-Pokémon mit allen Pokémon besiegen im ganzen Spiel. Also man könnte ein Krypto-Pokémon nehmen, das ganze Spiel durchrocken damit. Und dann am Ende befreien und würde vielleicht reichen bis Level 50. Oder 60 sogar. Aber das ist uncool, weil das Ding ist noch Level 30 und es kriegt keine neuen Werte dazu. Außer die Attacken, die es nach und nach freigeschaltet kriegt, je nach bei jedem neuen Strich, den es erfolgreich abschließt. Aber ich würde erstmal heilen gehen, glaube ich. Ich muss heilen gehen, bevor uns der Typ da unten platt macht. Denn ich habe mich entschieden, wir gehen durch den Süden durch. Denn diese Trainer haben nicht alle irgendwie ein Krypto-Pokémon oder so. Also jeder eines in einem Pool. Zumindest. Nee, Moment, ich sag's mal anders. Jeder einzelne von denen hat ein anderes Krypto-Pokémon. Und je nachdem, wen man angreift, bekommt man halt sein Krypto-Pokémon, wenn man es fangen kann. Und, ja. Ich möchte diesen Typen hier unten wegklatschen. Und das würde ich gerne machen mit Makuhita und Psyana vorne. Damit man ein bisschen sehen kann, dass Makuhita auch was kann. Um es ein bisschen zu befreien schon mal. Denn das Makuhita dürfte sich dann, wenn man es befreit, eigentlich auch relativ schnell entwickeln. Und boah, wenn es sich entwickelt, dann wird es lustig. Na dann, wollen wir den Typen mal umhauen. Tut mir leid, aber ich kann dich hier nicht durchlassen. Oder willst du etwa behaupten, du könntest den Weg freikämpfen? Boah, ja, ja. Du glaubst mich zu besiegen? Aber wehe, du weinst hinterher. Das sagen immer die Typen selber weinen. Mystery Soldat Marino. Pyrakok und Slimer. Und wir kämpfen mit Psyana und Makuhita. Und sie erkennt einen Pokémon mit dunkler Aura, ein Tyrakrok. Wer darauf geachtet hat,
Die Leiste unter Margarita ist keine Erfahrungspunkte-Leiste, sondern die Krypto-Leiste. Wie gerade auch angesprochen. Und Steve leert sich mit jedem Mal, indem wir es einsetzen oder es, gelaufen ist. Zuvor möchte ich aber erstmal das ganze Feld clearen, das heißt Slimer muss weg und im besten Fall schwäche das Tyrakrok schon mal ein bisschen. Denn das Tyrakrok ist ordentlich, möchte ich sagen, und ich nehme lieber ein Tyrakrok als das, was die anderen beiden haben. Um ein bisschen wegzugreifen. Man wird auch die anderen beiden fangen können. Allerdings muss ich sagen, fürs Spiel. Wow, das war ein Schaden. Gut, hör auf damit. Die anderen beiden Pokémon von den anderen beiden Typen kann man auch noch fangen. Allerdings erst wesentlich später. Und wie man gesehen hat, ist Magrita in den Furio-Modus. Furio-Modus. In diesem Modus macht es wesentlich mehr Schaden, glaube ich, und hat eine wesentlich höhere Volltrefferrate. In diesem Moment muss man das Pokémon einfach rufen. Dadurch sinkt sein Kryptometer um einiges. Und aber leider gibt man dafür eine Runde auf. Ist ein bisschen doof, aber es wird sich sonst selber verletzen oder uns selber angreifen und das ist nicht cool. Und man hat gesehen, die Leiste, das ist die erste Leiste, ist fast leer. Und ich wechsle Psyana aus zu Natara, weil das Tyrakrok macht uns einfach viel zu viel Schaden. Und es macht eine gruselige Masse. Das Point ist jetzt Folterknecht ein. Ja. Das kann mir relativ egal sein gerade. Und Nachtara wird das Boink weghauen und soll es überleben. Aus irgendeinem Grund. Kryptoschlag auf das Boink. Einer der Gründe, warum Tyrakrok gerne haben möchte im Team. Das Ding hat Surfer. Also eine VM als Attacke und boah, ist die Dingen stark. Und das Boink muss ich weghauen, weil das hat böse Attacke drauf. Und wie man sieht, diese Viecher sind echt teilweise krank von den Movesets her. Aber keine Sorge, die Attacken werden erstmal verschlossen. Aber man befreit sie halt je nach Kryptoleiste. Unser Makuhita wird bis nach einem Kampf oder so auch schon ein bisschen weiter sein. Ach ja, Folterknecht. Mache ich mal Geheimpower auf das Tyrakrok und ich versuche jetzt schon mal mit einem Pokéball das Tyrakrok zu fangen. Ich hoffe, es läuft gut. Und bitte bleib drin, bitte bleib drin. Na, natürlich nicht. Oh, bis auf das Nachtara. Das war irgendwie okay. Geheimpower. Ich hoffe mal, dass wir irgendwie was draufkriegen. Paralyse oder sowas. Ja, das kann das ja, ne? Ah, Genauigkeit sinkt. Was? Oh, Genauigkeit. Okay. Ja, das wird doof. Versuchen wir einfach weiter, das ein bisschen zu schwächen. Besiegen können wir es ja nicht so gut. Das Ding hat einfach ein bisschen zu viel Leben. Und zu gute Werte. Allerdings hat es unser Makuhita rum. Mit dem Surfer. Wow. Ich muss sagen, ich hatte bisher noch nicht solche Probleme mit dem Tyrakrok am Anfang, aber boah. Das Ding ist böse. Naja. Mach du Geheimpower auf das und ich versuche nochmal mit dem Pokéball. Oh Mann. Und man sieht, worauf man sich gefasst machen muss. Es kann teilweise echt lange dauern. Mit lange dauern meine ich verflucht lange. Ja, das ging ja noch einigermaßen schnell. Im besten Fall kriegt man halt mit dem ersten Pokéball, aber ist eher selten. Gut gekämpft. Da kann man Heino Blöd wirklich keinen Vorwurf machen. Ach, diese Namen, Heino Blöd.
Was ist denn mit den Pokémon? Was habt ihr ihnen angetan? Nun, wir haben das Herz dieses Pokémon künstlich versiegelt und es so in eine wahre Kampfmaschine verwandelt. Das ist alles. Was? Das Herz eines armen Pokémon ist künstlich versiegelt? Tja, und selbst dieses Wissen nützt euch gar nichts. Ihr könnt nichts daran ändern. Die Frage ist, wie kann man das Herz eines Pokémon künstlich versiegeln? Doch, ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die mir noch erzählt wurde, als ich noch klein war. Total, relevant. Wenn Pokémon mit versiegelten Herzen mit dir zusammen in den Kampf ziehen, öffnen sich ihre Herzen Stück für Stück. Ja. Los, Mark. Wir sind bestimmt unterwegs nach Pyritos. Schließlich habe ich in Pyritos zum ersten Mal eins dieser Pokémon gesehen. Diese unheimlichen Pokémon. Um nochmal kurz zu beweisen, dass die nicht mehr da sind, sondern geflüchtet sind, wie die anderen, wie der Typ da unten auch. Man kann da hingehen, aber die sind nicht da. Wäre auch ein bisschen heftig, wenn man da direkt drei Johto-Starter hat. Und ich meine, es ist so ziemlich eine der wenigen Möglichkeiten, um überhaupt einen Johto-Starter zu kriegen in der dritten Generation. Was war die eine Möglichkeit? Ich glaube, die eine Möglichkeit war, einen Pokédex voll machen in Euroblatt Grün. Aber das dauert heftig lange. So. Bevor wir aber noch Pyritos abzischen, würde ich sagen, ich beende den Part. Geh mal aus dem Weg, Meryl. Meryl. Ich beende den Part hier unten. Am Tor der Stadt. Und würde dann sagen, nochmal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr gespannt seid, wie es weitergeht, dann könnt ihr abonnieren. Ganz klassisch, einfach abonnieren, einfach damit ihr nicht mal reinschalten müsst. Könnt ihr einfach sehen, ah, neuer Part ist oben, super. Könnt aber auch in die Kommentare schreiben, was man noch verbessern könnte. Was ihr hätte erwähnen können. Dies, das, worauf ihr freut, was für Theorien ihr habt. Wer dieser mysteriöse D-Queen ist oder dieser komische Hansel von letztem Mal. Was ihr von Heino blöd haltet. Oder blöd. Und all der Kram. Ansonsten könnt ihr auch noch das Video bewerten. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Unterstützt nämlich jeden Typen. Ob ihr es glaubt oder nicht. Dann sehen mehr Leute, oh, der hat einen Daumen nach oben gekriegt. Schau mich mehr eher an, als wenn da nichts drauf ist. Ist nun mal irgendwie so. Ist so eine Gewohnheitssache. Aber ansonsten würde ich mal sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.